Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch in Dragonflights unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es gleich um insgesamt drei Mounts, die wir uns angucken wollen und alle drei gibt's aus einem Raid und zwar Sepulcher of the First Ones. Kleiner Einschub am Anfang, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, warum kommt das Video ja so spät, jetzt ist der Raid ja schon eine gute Zeit raus und wir sind schon im Pre-Patch. Hat so ein bisschen den Hintergrund, wie jetzt beim PvP-Mount, einfach für die Leute, die am Ende noch wissen wollen, wie lange jetzt Sachen noch im Spiel sind, die rausgenommen werden, beziehungsweise wo Dropchancen reduziert werden. Und da will ich so ein bisschen einen Überblick geben. Selbiges hatte ich ja auch schon bei den PvP-Mounts gemacht. Jetzt würde ich sagen, steigen wir ein, gleich mit dem ersten Mount, das schon ein bisschen komplizierteren Namen hat. Und zwar heißt es Karzinisierter Territor, so rum. Und dieses Mount gibt es einmal aus dem Raid Sepulcher of the First One vom Endboss im heroischen Modus, dem Chaler. Und dieses Mount droppt zu 100%. Es kriegt jeder aus dem Raid. Wenn ihr ihm HC umhaut, kriegt ihr ein Quest-Item. Dieses Quest-Item müsst ihr dann nur hinter mir im Lager abgeben. Das ist hier einmal in der Zuflucht. Und dann gibt es dieses schicke Mount. Ich würde sagen, wir schauen uns einmal auch das Mount-Special dazu an. Ihr seht, das packt sich dann so ein, man denkt, es ist dann ein Motorrad, ist es aber nicht, man kann sich nicht damit bewegen. Es ist quasi Holandros als Mount, sieht sehr schick aus und kann natürlich, wie die meisten Mounts in der Expansion auch fliegen, ist ein schickes Ding. Übrigens, das gibt es jetzt noch so lange, bis Dragonflight live geht. Sobald die Expansion gestartet ist, wird dieses Mount entfernt und ihr könnt es nicht mehr bekommen. Zumindest soweit die aktuelle Information von Blizzard. Dann gibt es noch ein weiteres Mount, das auch dasselbe Symbol komischerweise hat, und zwar Zerret Aufseher. Das ist die Mythic-Variante. Die droppt ebenfalls beim Jailer, also beim Kerkermeister, aber diesmal halt im Mythic-Modus. Und hier droppen zwei Exemplare dieses Mounts zu 100%. Heißt, wenn ihr den Jailer im Mythic-Mode bezwingt, kriegt ihr zwei von diesen Mounts in die Gruppe. Das ist aber nur noch der Fall, bis dementsprechend Dragonflights live geht. Danach wird es zwar nicht rausgenommen, aber dieses Mount wird auf 1% runtergesetzt. Auch hier schauen wir uns einmal das Mount-Emote an. Ja, fliegt ein bisschen rum, ist relativ cool und selbstverständlich kann dieses Mount auch normal fliegen, wie ihr hier seht. Solange es fliegt, wird das hier wie so eine Ziehharmonika auseinandergezogen, seht ihr? Und wenn wir stoppen, dann zieht es sich wieder ein bisschen zusammen. Ist ganz nett, so als Model haben wir das, glaube ich, sonst nirgends anders gesehen. So viel zu den beiden Mounts. Das sind einfach Mounts, die ihr durch quasi den Chaler-Kill im HC oder im Mythic bekommt. Dann gibt es in der Raid-Instanz noch ein weiteres Mount, und zwar Schimmernder Aurolith. Das ist einfach einer von diesen Aurolith-Mounts, diesmal mit einer silbernen Rüstung. Hier gibt es ja aus der Zone Theramortis noch einige weitere Farbvarianten. Dieses bekommen wir jetzt über ein Achievement, und zwar haben wir das unter Dungeon-Schlachtzüge drin und dann einmal Ruhm des Mausoleum-Schlachtzüglers. Zu diesem Achievement müsst ihr bei jedem Boss einmal ein Unterachievement absolvieren. Dazu habe ich aber auch schon ein extra Video gemacht, wo ich das Mount vorstelle und auch Tutti Completti jeden einzelnen Erfolg erklären. Hier können wir uns selbstverständlich auch einmal das Mount-Special noch angucken. Ja, ist ganz schick bei den Quallen, aber nichts Besonderes. Soweit zu den Mounts. Das sind jetzt alle Mounts aus Sepulcher of the First One. Ihr habt jetzt noch, je nachdem wann ich das Video live stelle, so ein bisschen einen Monat oder ein bisschen weniger, die zu holen. Das HC-Mount, wie gesagt, wird komplett entfernt. Ich empfehle euch da vielleicht noch, wenn ihr jetzt keinen festen Raid habt, bei irgendeinem Community-Run mitzulaufen und oder es gibt sehr viele Leute, die das auch boosten, zu mittlerweile nicht mehr sonderlich großen Preisen, da vielleicht einen Run zu holen, wenn euch Mounts interessieren, bevor man das halt nicht mehr erhalten kann. Bei Mythic Mount, da gibt es natürlich auch solche Geschichten, da wird es aber deutlich teurer, falls ihr jetzt da nicht fix am Raiden seid. Das ist aber dann immer noch für 1% drin und in ein paar Expansions könnt ihr es wahrscheinlich auch relativ easy solo farmen. Vielleicht noch so als kleine Randinformation, hat zwar jetzt nicht mit Sepulcher of the First Ones zu tun, das gleiche gilt natürlich für das Sylvanas Mythic Mount Rache, das ist auch noch bis zum Release des Addons zu 100% drin, beziehungsweise droppt, glaube ich, auch zweimal. Aktuell auch dieses Mount wird dann auf 1% herabgesetzt und dementsprechend, wenn ihr da aktuell noch dran seid, das zu farmen, schaut, dass ihr es möglichst zügig kriegt, bevor quasi
die Expansion live geht. Damit wären wir am Ende von diesem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen aufklären. Sollte es der Fall sein und euch das Ganze gefallen haben, dann könnt ihr mich gerne positiv bewerten. Und sonst sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.